Leute und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tidalcraft. Heute werde ich euch alles, was ihr wissen müsst, über das Huhn erzählen. Das heißt, gleich nach einem kleinen Intro geht's los. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Heute geht es wie gesagt um diese kleinen weißen Kreaturen. Das sind Hühner. Hühner sind passive Mobs, die dem realen Haushuhn nachempfunden sind. Sie haben 4 Lebensenergie, das heißt 2 Herzen, sind 0,4 Blöcke breit und 0,7 Blöcke hoch. Ein Jungtier ist 0,2 Blöcke breit und 0,35 Blöcke hoch. Hühner flattern meistens ziellos umher, wobei sie in dunkler Umgebung hellere Bereiche suchen und vermeiden dabei Gefahren. Hühner sind immun. Und das habe ich vorher, ist ja eigentlich logisch, aber habe ich nicht gewusst, gegen Fallschaden. Weil wenn die irgendwo runterfallen, dann flattern sie ganz fest mit ihren Flügeln und gleiten sanft auf den Boden, was sie immun gegen Fallschaden macht. Und wie man vielleicht hören kann, sie gackern zwischendurch. Wenn das natürlich viele Hühner sind, gackern die quasi durchgehend. Hühner haben auch natürliche Feinde, das heißt, sie werden von Ozelots, Katzen und Füchsen gejagt. Fliehen aber erst, wenn diese sie angreifen. Hühner legen Eier. Und das nicht gerade wenig, deswegen sind Hühnerfarmen oder besser gesagt Eierfarmen immer so effizient. Hühner legen in geladenen Chunks, also erwachsene Hühner versteht sich, alle 5 bis 10 Minuten ein Ei, was man dann als Plopp-Geräusch dementsprechend auch hören kann. Wo spawnen Hühner? Hühner spawnen natürlich in so ziemlich jedem Land, wo es Grasblöcke hat, wobei sie in Dschungelbiomen oder in Dschungelvarianten besser gesagt doppelt so häufig vorkommen und sie können in Gruppen bis zu 4 Exemplaren spawnen. Sicher habt ihr auch schon gesehen, wenn wir schon beim Spawnen sind, dass sie einen Reiter haben, das heißt selten kann auch ein Zombie-Kind, Ertrunkenen-Kind, Wüsten-Zombie-Kind, Zombie-Dorfbewohner-Kind oder im Nether ein zombifiziertes Piglin-Kind auf einem Huhn reitend spawnen. Diese Hühner aber legen niemals ein Ei und die spawnen auch, was bei diesen Hühnern, wenn man sie so lässt, nicht passiert. Vermehren kann man Hühner Weizensamen gibt, Kürbiskerne, Melonenkerne oder rote Beete-Samen. Das heißt, man kann sie so rechtsklicken mit dem jeweiligen und schon ist ein neues Kind entstanden. Jedes weitere bei den Kindern verkürzt die verbleibende Zeit um 10%, wobei es auch hier wie bei den meisten Jungtieren so ist, dass sie 20 Real-Life-Minuten, also einen Minecraft-Tag haben, um erwachsen zu werden. Dazu kommt, dass man Hühnereier werfen kann, um neue Hühner zu erhalten. Es ist in 12,5% ist der Fall, dass ein neues Huhn spawnt oder erscheint und mit sogar 0,4% Wahrscheinlichkeit ist es möglich, dass 4 Küken man aus einem Ei erhalten kann. Können wir mal schauen, ich habe hier einen Stack Hühner dabei. Kein einziges Huhn aus 16 Eiern. Habe ich noch eines? Na da. Vielleicht mit dem letzten, das sie gelegt haben. Nein. Ein Versuch war es wert. Beim Vermehren übrigens der Hühner erhält man 1 bis 7 Expertpunkte. Wenn man einen Huhn tötet, kann es
Das war jetzt mit Looting, deswegen ist das ein bisschen weird. Es kann 0 bis 2 Federn droppen. Dazu ein rohes Hühnchen, außer beim Feuertod, wenn man Flamme auf dem Schwert hat, also besser gesagt Fire Aspect, dann ist es ein gebratenes Hühnchen und 1 bis 3 Expert-Punkte kann es droppen. Noch ein Versuch. Nein, sollte wohl nicht sein. So, nun würde ich sagen, das war's fürs heutige Video. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was über Hühner lernen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Diddlecraft.